Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge Clash Royale und ich zeige euch heute das meiner Meinung nach beste Deck mit dem Scharfrichter. Zumindest ist es mein absolutes Lieblingsdeck. Sagen wir es einfach so, seitdem der Scharfrichter draußen ist, spiele ich eigentlich schon dieses Deck und ich muss sagen, bis jetzt funktioniert es eigentlich verdammt gut. Ich bin gespannt, ob der Scharfrichter eventuell noch so einen Nerf bekommt oder so, weil er doch relativ stark ist, aber ich kann es mir fast nicht vorstellen, Leute. Vielleicht ein kleines Balance-Update, dass er da mal, keine Ahnung, ein paar Hitpoints verliert oder sowas, aber gut, kurz zum Deck, Leute. Ich habe jetzt den Scharfrichter drin, ich habe den Elektromagier drin, den Friedhof, den Feuerball, den Zap, die Skelettarmee, die Elite-Barbaren und den Eisgolem und ich zeige euch jetzt einfach mal anhand von ein paar Fights, wie man am besten mit dem Deck kämpft. Ihr könnt das Deck gerne mal selber ausprobieren, wenn ihr die ganzen Karten habt. Falls euch irgendwie eine Karte fehlt, würde ich es euch nicht empfehlen, weil diese ganzen Karten sind schon relativ wichtig, vor allem jetzt die Elite-Barbaren, der Scharfrichter und der Elektromagier und der Friedhof. Den Rest solltet ihr eigentlich schon haben, aber Friedhof und Elektromagier muss man jetzt nicht unbedingt haben. Trotzdem, auch wenn ihr jetzt das Deck irgendwie nicht nachbauen könnt oder selber probieren könnt, würde ich euch trotzdem empfehlen, das Video einfach mal anzuschauen. Wird bestimmt lustig und Leute, das Ding ist halt jedes Mal, wenn ich irgendwie das krasseste Deck vorstelle, dann verkacke ich einfach immer. Aber mal schauen, Leute. Ich würde sagen, wir springen jetzt einfach mal in den ersten Fight hinein. Let's go. So, wir haben jetzt hier einen Level 10er am Start. Und das ist schon mal relativ unüblich. Also normalerweise findet man hier oben jetzt nicht so viele Level 10er. Ich beginne jetzt einfach mal mit einem Eisgolem von hinten. Der läuft jetzt hier langsam vor. Jetzt kann ich eigentlich den Scharfrichter dahinter setzen. Das Gute ist halt, dass der Scharfrichter den gleichen Speed oder das gleiche Tempo hat wie der Eisgolem. Und somit überholt er ihn sozusagen nicht. Und der Eisgolem kann ihn immer ganz gut tanken. So, Leute. Die zwei Truppen laufen jetzt erstmal vor und jetzt kommt mein Friedhof. Der Scharfrichter kümmert sich hier ganz gechillt. Oh shit, Leute, hier kommt jetzt ein Knall. Kümmert sich um die Minions. Zack, wird jetzt auch sogar noch getankt sozusagen von den Skeletons und macht auch noch Damage am Tower. So, das war der erste Push und sein Tower ist schon mal auf 1000 HP. Ne, auf 900. Das war schon mal relativ gut, Leute. Muss natürlich nicht immer so gut laufen, aber gut, wir haben ja dann sozusagen noch ein paar Special Features. Und zwar erstens mal die Elite-Überbahn. Die sind auch extrem gut, also ich mache es jetzt zum Beispiel so, ich fake links sozusagen den Push an, er verteidigt links hoffentlich, oder tut es nicht. Und dann komme ich halt rechts mit den Elite-Barbaren und da ist er meistens chancenlos, oder ja, jetzt kommen halt Barbaren, waren halt irgendwie ein bisschen zu spät und sein Tower ist jetzt auch schon wieder auf 150 HP. Also es gibt extrem viele Kombinationen, irgendwie das Deck zu spielen. Wichtig ist halt immer, dass zum Beispiel der Scharfrichter getankt wird von einem Eisgolem. Der Elektromagier sollte irgendwie auch getankt werden. Und ja genau, Leute, das ist gar nicht mal so schlecht, dass er jetzt den Lavahund spielt, weil der Scharfrichter ist tatsächlich ziemlich OP gegen den Lavahund. Das hätte ich mir eigentlich nicht gedacht, aber ihr werdet das eh gleich sehen. Vor allem, wenn er sich dann aufsplittet sozusagen in... Oh shit, Leute, jetzt sind wir ein bisschen am Arsch. Das könnte schwierig werden. Wir probieren es jetzt einfach mal. Das Ding ist halt, ich habe... Oh shit, er blitzt sogar noch. Ich habe relativ wenig Truppen, die irgendwie gegen Luft sind. Und nein, der Scharfrichter ist down, aber macht trotzdem den Lava-Pups nochmal ein bisschen Damage. Das passt ja schon mal so. Der Eisgolem läuft jetzt leider hinter den Elektro-Wizard. Das ist nicht so nice, aber der Tower ist schon mal down. Und ich gehe links nochmal mit einem Friedhof rein. Zack. Und hoffentlich hole ich mir seinen Tower jetzt auch noch down. Okay, ich hau jetzt einfach mal den Fireball drauf, dass die Minions jetzt auch noch down gehen. Hier kommt wieder der nächste Scharfrichter gegen den Lavahund und der Fight sollte eigentlich gewonnen sein. Also bis jetzt läuft es ja eigentlich super gut, Leute. Hier kommt nochmal ein Eisgolem, das hoffentlich mein Elektromagier überlebt. Und ne, der wird weggeblitzt, aber der Scharfrichter jetzt gegen die Lavapups, ihr habt es gesehen, Leute, die sind einfach alle direkt weg. Der hat einfach keine Chance. Ich gehe jetzt einfach direkt noch auf die drei Kronen hier, die Elite-Barbaren. Die laufen direkt zum Tower und hier nochmal ein Zap oder so, das sollte passen, noch ein Elektromagier oder so. Wenn ich es jetzt nicht schaffe, die drei Kronen zu erreichen, ist auch egal, wir haben den Fight sowieso gewonnen, aber das sieht gut aus, Leute, perfekt, perfekt. Einfach mal drei Kronen geholt mit diesem Deck, also ihr seht schon, es funktioniert wirklich relativ gut und das Tolle daran ist, an dem Deck ist halt, dass man eigentlich gegen fast jedes Deck relativ gut ist und jetzt nicht unbedingt, es gibt schon Anti-Decks, sagen wir es so. Jetzt öffnen wir erstmal diese wunderbare Kiste hier und bekommen sogar eine epische Karte, das Koboldfass. Es gibt ganz klar Anti-Decks, was zum Beispiel ziemlich blöd ist, ist ein Royal Giant Deck oder ein Hawk Rider Deck oder so. Oder falls er irgendwie nur Lufttruppen hat, dann ist es natürlich auch ziemlich blöd. Aber gut, solange es irgendwie jetzt nur ein Lavahund und ein Ballon ist, kann man das eigentlich noch ganz gut verteidigen. So, das ist eigentlich ganz gut. Scharfrichter läuft jetzt hier mal vor.
Das passt soweit. Ich würde sagen, ich hau hier mal den Friedhof raus, dass der Megalakai irgendwie noch abgelenkt wird. Und nee, wird er gar nicht. Okay, er hat auch den Scharfrichter am Start. Und der Scharfrichter ist tatsächlich auch ein guter Counter gegen den Friedhof. Und wieso changest du dein Target? Das war ja mal so unnötig. Es ist der Riese halt hier vorne. Okay, Megalakai habe ich jetzt einfach mal weggesappt, weil sonst wäre das jetzt nicht so gut ausgegangen. Hier kommt nochmal ein Eisgolem. Bis jetzt läuft das jetzt nicht so mega gut, kann man schon ehrlich sagen. Jetzt kommt nochmal ein Elektromagier. Der wird natürlich getargetet, warum auch immer. Eisgolem ist jetzt auch schon down. Elektromagier wird vielleicht einen Hit bekommen. Macht aber trotzdem 200 Damage pro Hit, auf den Tower zumindest. Das ist schon mal ganz gut. So, jetzt kommen hier die Elite-Barbaren von mir einfach mal zur Verteidigung. Ist eh ganz gut, sonst würde ich halt eigentlich, keine Ahnung, Skelettarmee oder so raushauen, aber meistens hat er dann irgendwie einen Zap oder so schon parat, deshalb läuft es nicht immer so gut. So, Leute, jetzt geht mein Tower tatsächlich down, nicht schlecht, das kann man schon mal sagen, Leute. Hat er echt nicht schlecht gemacht, das war eigentlich ein guter Push von ihm, aber wir haben ja noch genug Zeit, um das Ganze aufzuholen. Wir können selber noch mit den Elite-Barbaren pushen und machen dann einfach ein bisschen Damage, hoffentlich. Okay, er greift jetzt tatsächlich auf der rechten Seite an. Ist okay, Leute. Ich werde jetzt trotzdem links einfach mal angreifen, hier den Eisgolem nochmal vor den Scharfrichter und dann kommt der Friedhof und hoffentlich funktioniert das jetzt, dass wir einfach Damage machen, Leute. Ich kacke jetzt mal auf die rechte Seite, wo er mich vermutlich zerstören wird. Ich zerstöre jetzt einfach mal seinen linken Tower und das funktioniert auch perfekt. Leute, kann man echt nicht meckern. So, hier kommt der Elektromagier. Der kümmert sich dann noch um den Mega-Lakai. Dann kann ich hier nochmal einen Zap draufhauen. Und dann geht der hoffentlich down, Leute. Nein, ich muss nochmal einen Fireball wasten. Das war jetzt nicht besonders gut, aber was soll's. Das ist auch so. Also Riese und Royal Giant sind halt so zwei Karten, die jetzt ziemlich blöd sind zu verteidigen. Ich meine, ich habe jetzt zwar die Elite-Barbaren, aber wenn dahinter dann noch irgendwie ein Scharfrichter oder ein Mega-Lakai oder sowas ist, dann ist es schon relativ schwierig. So, der Elite-Barbar hat sich doch wohl umentschieden, läuft doch in die andere Richtung. Ich werde jetzt einfach mal hier den Tower verteidigen, so gut wie es geht. Ich meine, er hat den Feuerball, glaube ich, jetzt drin als Direct Damage, aber sonst jetzt nicht unbedingt irgendwas Krasses. Jetzt schauen wir mal. Okay, er zappt tatsächlich, hätte ich mir eigentlich auch denken können. Hier kommt meine Elite-Barbaren, er kommt natürlich mit dem Fireball, war relativ logisch, Leute. Aber was soll's, jetzt kommt mein Friedhof und jetzt probieren wir einfach mal richtig, richtig drauf zu gehen und einfach mal Damage zu machen. Hoffentlich funktioniert das so. Hier kommt nochmal ein Fireball gegen seinen Scharfrichter. Das sollte soweit passen. Sein Tower hat jetzt auch nur noch 1500 HP. Das war eigentlich ein ganz guter Push und sobald er mit dem Riesen kommt, Leute, ich muss sofort verteidigen, weil wenn der irgendwie an den Tower rankommt, er kann eh sabben, ja, aber der wird jetzt eh nicht drankommen, dann ist es schon mal relativ blöd, weil so ein Riese am Tower macht schon relativ viel Damage. Das ist halt das Problem. Okay, jetzt kommt hier wieder ein Eisgolem von ihm, dann kommt hier mein Eisgolem, dann kommen hier meine Elite-Barbaren. Der Scharfrichter ist tatsächlich auch relativ gut gegen die Elite-Barbaren, weil er natürlich doppelten Damage halt so macht. Die Axt fliegt einmal hin und wieder zurück. Das ist schon relativ cool. Und ja, mal schauen, Leute. Also ich glaube eher, dass es ein Unentschieden wird. Ist aber gar nicht so schlimm. Ich meine, das ist ein Riesendeck und ist eigentlich jetzt nicht so einfach zu verteidigen mit meinem Deck. Aber ja, das habe ich schon mal ganz gut gemacht, würde ich jetzt mal behaupten, Leute. Wenn ich jetzt noch die letzten Sekunden durchhalten kann und hier nicht verliere, Leute, dann ist auch alles super. Jetzt kommen hier noch meine Skelette, aber das sieht gut aus, Leute. Und perfekt. Leute, ist ein Unentschieden. Hätte ich vermutlich vielleicht verloren, ich weiß es nicht. Vielleicht hätte ich es auch noch gewonnen. Auf jeden Fall GG. Einen letzten Fight machen wir jetzt noch, Leute. Und dann schauen wir mal, ob wir den noch gewinnen oder auch verlieren. Übrigens, Leute, ich bin morgen wieder zurück aus London. Also das Video zum Beispiel habe ich vor 4 Tagen aufgenommen. Einfach so, weil ich aus London wahrscheinlich keine Videos machen kann. Ich werde zwar dort vloggen und danach einen Vlog hochladen. Wenn ihr darauf schon Bock habt, einfach mal einen Daumen nach oben da lassen. Und ich werde morgen wahrscheinlich wieder streamen. Also ja, schaut einfach mal vorbei. So, ich setze jetzt hier schon mal den Friedhof ein bisschen zu früh, aber was soll's. Er hat den Ofen am Start. Das ist natürlich auch eine leichte Antitruppe, aber was soll man machen, Leute? So, er hat auch, okay, Musketier und Ofen, Leute. Das ist jetzt schon irgendwie hässlich. Ne, keine Ahnung. Okay, der Fireball war zumindest schon mal ganz gut platziert. Ich würde sagen, macht das Musketier ein Damage? Ein Damage nämlich, ein Hit. Hätte es, glaube ich, sogar gemacht. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Er splittet jetzt hier seine Barbaren und er ist dauerhaft am Ragen. Keine Ahnung wieso. Eigentlich läuft es ja gar nicht mal so schlecht für ihn. Kann man jetzt nicht meckern, Leute. Hier kommt noch mal ein Eisgolem, lockt die Barbaren hier rüber. Perfekt, Leute. Das funktioniert ja super. Trotzdem macht der Schweinereiter ziemlich viel Damage. Und das ist halt so das Ding. Schweinereiter, Riese und Royal Giant ist schon relativ kacke. Also, ja,
Das ist so das Einzige, wogegen das Deck jetzt nicht so mega krass dagegen ist. Ich meine, ich hätte mit den Elite-Barbaren zum Beispiel den Hawk Rider ganz gut verteidigen können, aber die hat man halt nicht immer am Start, ne? Wenn man die gerade mal gesetzt hat, dann ist das halt schon das Problem. Und wieso ragt der dauerhaft? Junge, du führst vom Damage her. Mein rechter Tower hat nur noch 1000 HP und der Typ ragt einfach die ganze Zeit. Ich habe keinen Plan, was bei dem falsch ist. Ist aber nicht so schlimm, Leute. Ist jetzt nicht unser Problem hier. Ich würde sagen, hier kommt mein Elektromagier schon mal. Und mit Hilfe des Towers sollten eigentlich beide Barbaren down gehen. Und der Elektromagier überlebt hoffentlich. Hier nochmal der Scharfrichter. Ja, das sieht gut aus, Leute. Elektromagier läuft jetzt halt vor. Ist jetzt nicht so optimal. Er raged schon wieder. Junge, ich mute dich jetzt. Was ist dein Problem eigentlich? Ich verstehe dich nicht. Ich verstehe dich einfach nicht. So, hier könnte ich einfach mal den Fireball draufhauen. Kommt sein Tower nochmal ein bisschen Damage. Musketierin geht auch down. Und ja doch, der Scharfrichter geht jetzt sogar an den Tower ran, Leute. Ne, geht er nicht. Ach, Junge, ist es denn ernst gerade so? Einen Hit wird der Hawk Rider, wird er nicht mal bekommen. Und Leute, seht ihr das? Das ist auf jeden Fall nice. Sein Tower hat nur noch 500 HP. Und ich würde sagen, jetzt kommt der Scharfrichter nochmal hier hinter dem Eisgolem gegen die Barbaren und so weiter. Also das sollte eigentlich ganz gut funktionieren. Und jetzt werde ich einfach mal ganz dreist auf der linken Seite mit meinen Elite-Barbaren kommen. Ja, der eine wird verteidigt von den Barbaren, der andere kümmert sich um die Musketieren. Und jetzt kommt hier nochmal ein Friedhof von mir. Dann sollte das Ganze eigentlich passen und hoffentlich geht den Tower jetzt endlich mal down, Leute. Ja, komm. Und ein paar Hits noch. Leute, 200 HP hat der Tower noch. Leute, das wird jetzt echt nochmal critical. Ich muss jetzt echt aufpassen, weil der Hawk Rider darf jetzt auf keinen Fall irgendwie einen Hit bekommen. Oh shit, Leute. Das ist der Win. Perfekt, Leute. Das heißt, drei Spiele haben wir gespielt, zwei gewonnen und eins unentschieden. Leute, das spricht eigentlich für sich. Das Deck ist auf jeden Fall nicht schlecht. Gut, Leute, probiert das Deck gerne mal aus, wenn ihr Bock habt. Ich würde sagen, wenn es euch gefallen hat, wie immer, lasst einen Daumen nach oben da. Bis dann, Leute, haut rein. Ciao.